Eine Riesenböe ist jetzt durch das Stadion gezischt bei den Weitspringern. Plus 5,5 Meter pro Sekunde Rückenwind. Also das ist auch nicht einfach. Und Robin Schürmann ist da schon vorne weg. Sie muss natürlich ihren Rhythmus laufen können. Da kann man nicht so taktieren wie bei den anderen Läufen. Das hat man im Gefühl, wie man immer läuft. Und da sollte man nicht zu viel abweichen. Sie versucht jetzt da schon im Vorlauf eine gute Zeit auf die Bahn zu zaubern. Robin Schürmann. Sieht gut aus bis zur zweitletzten Hürde. Jetzt auf der Zielgeraden. Robin Schürmann musste ein bisschen verkürzen vor der zweitletzten Hürde. Und es ist Anina Fahr, die da zurzeit auf dem zweiten Platz liegt. Jetzt nimmt Robin Schürmann ein wenig Pace aus der ganzen Geschichte raus. 59,27 für sie. Und es ist dann auf Bahn 4 Anina Fahr, die sich den zweiten Platz und somit den sicheren Finaleinzug sichert. Le jeune qui monte, on se rappelle, je t'ai dit, c'était très sérieux.